mein Gott, Sie haben Kenny getötet. Ihr Schweine! Was zum Geier ist das für ein Teil? Tja, sieht aus wie ein UFO. Blöd, Mann, es gibt keine UFOs. Weg mit ihm ins Leichenschauhaus. Hey, wartet nur ab, bis ihr morgen mein Halloween-Kostüm seht. Das ist voll geil. Alter, das ist nie schärfer als meins. Mann, wir müssen nach Hause und unsere Kostüme fertig machen. Du siehst wie der Schwuchtel aus. Halt's Maul, Kyle. Was willst du denn darstellen? Ich bin der fröhliche Ken. Wozu hast du dich denn als fröhlicher Ken verkleidet? Wendy geht als fröhliche Barbie. Sie sagt, so gewinnen wir ganz sicher den Kostümwettbewerb. Niemals, Alter. Ich gewinne den Kostümwettbewerb mit meinem heißen Chewbacca-Kostüm. Wendy hat gesagt, der erste Preis sind 2 Tonnen Süßigkeiten. Boah, voll krass. Hallo, Freunde. Cartman, was ist denn das für ein Kostüm? Ein Adolf-Hitler-Kostüm. Wie geil. Wie geil. Wo hast du denn das her? Meine Mama hat es mir geschneidert. Ist das nicht cool? Nein, es ist nicht cool. Und wen stellst du das denn? Ronald McDonald? Mann, ich bin der fröhliche Ken, Fettsack. Oh, wow, du siehst wirklich cool aus. Weichei! Ich trete euch in den Arsch. Oh, pass bloß auf, Ronny ist ziemlich angefressen. Hey, seht mal, Kenny ist gar nicht tot. Du hast vergessen, dein Kostüm anzuziehen, Kenny. Ja, was hast du denn? Kann sich deine Familie kein Kostüm für dich leisten? Ja, wieso ist deine Familie eigentlich so arm? Kennys Familie ist so arm, dass sie gestern ihre Wellblechhütte mit einer zweiten Hypothek belasten musste. Ich sagte, deine Familie musste ihre Wellblechhütte mit einer zweiten Hypothek belasten, Kenny. Ich rede mit dir, Kenny. Achtung, du armes Stück Scheiße. Wir sind schon spät dran. Wir sind immer zu spät dran, du hässliche Schreckschraube. Was hast du da gesagt? Ich sagte, ich brauche eine verlässliche Brieftaube. Oh, ich auch.